Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit Breakfast zum Start in die neue Woche. Herzlich willkommen an diesem Montag. Nachmittag, 14 Uhr ist es, das heißt wieder Rennen. Gut, dann gehen wir rein in den letzten Tag hier bei Breakfast in dieser Aufnahmesession. Ich mache ja immer 4 Aufnahmesessionen in der Folge, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und sind für Montag. Also 4 Folgen hintereinander weg. Das haben wir auch jetzt gemacht und jetzt sind wir in der 4. Folge und das heißt, wir versuchen es jetzt auch mal gut anzustellen, noch ein bisschen was zu gewinnen und dann fahren wir das Ding. Und dann versuchen wir das Ding einfach heute durchzuziehen. So, auch hier haben wir ein kleines Turnier, das ist auch gut so. Knall, boom, peng, los geht's. Und hier geht es wieder darum, erstmal eine Position zu erreichen. Den Sieg hoffentlich im Finale dann. Ich kann natürlich jetzt ein bisschen aufräumen in meinem Auto, weil A, von der Geschwindigkeit her und B, allein von der Robustheit sollten wir eigentlich dem Rest des Feldes durchaus überlegen sein. Das Auto schon weg. Also nicht weg, aber rausgecrashed, rausgenommen. So, wir haben heute jetzt wieder 6 Runden, das ist immer gut so. Aber das ist jetzt nur Wahl, daher ist es nicht weiter tragisch. Da vorne ist eine Runde des Fahrzeugs. Das könnte der ehemals Führende sein. Den haben wir ja ganz schön in die Wand genug gehauen. Nicht hier. Die Wand hat gefallen. So, das gescheppert. Sieht das? Ja. Ich glaube ja. Das könnte sein. Das müsste ein rotes Auto mit schwarzer Schrift sein. Red Razors, ja. Wir müssen aufpassen jetzt, weil das werde ich da zu weit rausrutschen. Wir sind jetzt schon in der vorletzten Runde. Aha, du willst da so ein bisschen Kreise ziehen. Das ist mir relativ wurscht. Schau mir ruhig meine Verfolger weg. Das ist mir im Moment wurscht. So, zwei Runden noch mal, eine Runde mehr so. Die letzte Runde war mal. Jetzt in meiner letzten. Und damit ziehen wir locker ins Finale ein. In die nächste Runde ein. Aber wir waren hier noch. Schade, ich wollte eigentlich noch mit rausnehmen. Aber wie viel haben wir denn am Ende ausgeschaltet? Also schon mal ein paar auf jeden Fall. Na, 2 sind am Ende rausgekommen. Den haben wir jetzt vor uns war es nicht, der Fast Rick mit dem Boomer. Aber ich sag, wir sind auch eigentlich gnadenlos überlegen. Wir haben ein A-Fahrzeug, während die alles andere mit BMC durch die Gegend fährt. Nur so nebenbei. So, Lauf Nummer 2 heute an diesem Turnier. Heute mal eine etwas kürzere Folge noch. So, das kann ich. Ja, doch, wir haben noch ein bisschen. Also machen wir heute mal etwas kürzere Folge. Wir sind nicht bei. Gut, die letzte Folge war mit fast 40 Minuten, der fliegt sehr lang. Ich denke mal, dieses Turnier wird. Ja, müssen wir schauen. Also es kann auch natürlich passieren, dass wir übelst weit zurückfallen. Aber ich denke mal, von der Favoritenrolle ist es eigentlich zu einfach heute.
gucken, wie weit war jetzt. Ich nehme am Rest des Feldes dran, sind wir gehen ohne 3 schon. Und haben wir also wirklich weggehauen, haben wir noch keinen. Das wird sich aber jetzt hoffentlich gleich ändern, wenn wir jetzt in die heiße Phase der Überrundeten reinkommen, das Ende des Feldes nämlich. Ja, und auf einmal sind wir nur noch Zweiter, weil wir da uns mit dem überrundeten Auto angelegt haben. Ich wollte diese Punkte mitnehmen für das Auskrieg des Fahrzeuges. Aber die Troublemaker, den hole ich mir noch. Klatsch in die Wand, mein Freund. Glück gehabt, weil das fast auch 2 Gs geworden ist. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, jetzt mal. So, letzte Rennen. Leute. Tit, letzte Rennen. Dann haben wir das Finale. Los geht's, letztes Ding. Ah komm, wir lassen es mal ein bisschen ziehen. 12 Runden bei The Race sind heute. Haben wir noch ein Auto? Was haben wir denn überhaupt noch? 2000 Schaden? Okay. Ich mache jetzt mal ein bisschen bewusst, ein bisschen Platz. Ah, das hat nicht gezählt, okay. Dann machen wir es halt so. Auch nicht. What the fuck? Auch nicht. Ich zähle gerade nicht die rausgequetschten Fahrzeuge. Oder mich? By the way, wir haben 12 Runden Zeit. Okay. Dann müssen wir das doch irgendwie jetzt rocken. Weil momentan haben wir uns tatsächlich einen auf die Gier noch mitgeben wollte, einen mitgeben wollte. Aber alles gut. Gegen die andere Fahrtrichtung gesetzt. Man gegen die Fahrtrichtung gesetzt im zweiten Prinzip. Jetzt haben wir ihn. Mein Gott. Wie mich das hier vorher schon nicht gemacht hat. Jetzt sich. Jetzt haben wir die Aufgabe gelöst. Das ist heute 2000 Schaden. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Naja, 1700. Na, durchaus ist das machbar. Jagen wir jetzt mal ein bisschen im Feld hinterher, damit wir es vielleicht sogar noch heute schaffen.
Dann haben wir die Aufgabe gelöst und das ist das Wichtigste. So, jetzt haben wir den momentan der Kollege Letzter. Hier der Nächste, der kommt. Ja, wie gesagt, nochmal, es ist jetzt eigentlich raus zu überlegen, dieser Sieg, hier den heute nach Hause zu fahren. Wenn es einer wird, ne? Sorry, the Depp. Ziel erreicht. Nein, okay, durch diese Rampen, wir haben jetzt ein bisschen was Zeit angemessen. Wir haben nur noch 2 Sekunden auf Big Papa, der da sich mitmischt. Jetzt gerade so ein bisschen noch. Der in dieser kleinen Gruppe da hinten mit rein. Aber ich denke, die Ziele sind erreicht, das ist jetzt das Wichtigste. Lassen wir sie jetzt gerade mal so ein bisschen in Ruhe. Um jetzt wieder absetzen zu können nach ganz hinten. Vorletzte Runde. So, einmal vorbei an allen. Und dann haben wir gewonnen. Mit 3 Siegen gehen wir in den Gesamtsieg. Wie gesagt, es hätte mir auch schwer gewonnen, wenn es anders gewesen wäre. Bis Gelsoland hätte den Platz 16 haben wir alle bei einmal kurz komplett überrundet. Und einen haben wir sogar rausgenommen. So, wir haben es geschafft, liebe Leute. Feierabend für heute. Ein Sunrise haben wir bekommen. Okay, ist alles gut. So. Damit haben wir es für heute geschafft. Ein langer, langer Tag geht heute zu Ende mit Wreckfest. Beide Ziele erreicht, Punkte nehmen wir mit natürlich, die brauchen wir auch, um durchzukommen. Hier haben wir nur 705 Punkte geholt, ja, jetzt haben uns ein bisschen gefehlt, aber ist egal. Alles ist gut, wie lange haben wir denn überhaupt noch zu fahren? Also allzu viel dürfte es auch nicht mehr sein. Naja, schaffen wir dann schon irgendwie. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Wreckfest und dann geht's weiter mit dem großen Finale. Also viel haben wir nicht, was ihr seht, von den Punkten her, dann haben wir nämlich die Aufgabe auch gelöst. Oder dann haben wir für das letzte Ding noch. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.